Herzlich willkommen bei Frauen wie wir. Schön, dass Sie die heutige Sendung angeklickt haben und ich wünsche uns eine gesegnete Sendezeit. Gott schreibt mit jedem von uns seine eigene Geschichte. Wenn wir bereit sind, Gott in unserem Leben regieren zu lassen, passieren großartige Dinge. Nicht alles ist schön und leicht, aber auch durch die schweren und gerade durch die schweren Zeiten trägt Gott. Zu Gast im Studio heute bei uns ist Maria Prehan. Maria, herzlich willkommen bei uns. Danke. Wir sind froh, dass Maria dieser Einladung gefolgt ist. Und das Thema heute ist ihre Lebensgeschichte. Und diese werden wir in zwei Interviews aufteilen. Maria, zur ersten Frage. Erzähl uns einmal, wo du geboren und aufgewachsen bist. Ja, ich wurde geboren in Österreich, in Tirol, in der Stadt Innsbruck. Und zwar 1939, vor dem Weltkriegsausbruch. Und da wurde mir einmal bewusst, welches Risiko meine Eltern eingegangen sind, ja, weil waren keine rosigen Zeiten, genauso wie jetzt nicht. Und ich bin sehr dankbar, dass sie mich nicht abgetrieben haben, sondern dass sie mir das Leben geschenkt haben. Obwohl es nicht leicht war, da erzähle ich dann noch mehr davon, ja, ja. Wenn du es wissen möchtest. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und du bist dann auch in Innsbruck aufgewachsen? Jawohl. Okay. Bin in Innsbruck aufgewachsen, zur Schule gegangen. Mhm. Aber dann hat bald einmal ein sehr bewegter Lebenstraum Gottes begonnen. Okay. Und wenn du dich an deine Kindheit zurückerinnerst, war es eine schöne Zeit? Eine nicht so schöne Zeit? Ich bin mitten im Weltkrieg aufgewachsen. Und Innsbruck war ein Bahnknotenpunkt. Und der war natürlich sehr das Ziel der Bomben, ja, weil da war sehr viel für den Zugverkehr. Ja. Und weil wir inmitten der Berge waren, haben sie alles anders zerstört, bis sie den Flughafen, den Bahnhof einmal erreicht haben. Da sind Bomben gefallen ohne Ende. Meine Kindheit war Bombshelters, also in Luftschutzkellern ja, zu sein. Ja. Es war Not, es war Angst, es war Einsamkeit, es war Weinen, viel Schmerz, ja. Viele Menschen um mich herum haben immer geweint, weil sie die Kinder verloren haben. Und es war einfach eine Zeit, wo meine Mutter mir ein Fundament des Glaubens gegeben hat. Und da möchte ich eine Geschichte erzählen, die mich unwahrscheinlich geprägt hat. Und zwar mir einen unerschütterlichen Glauben gegeben hat, dass Gott Gebete erhört. Ich war 5 Jahre, mein Bruder 2 Jahre und meine Mutter hat gebügelt im Wohnzimmer und auf einmal hören wir die Sirenen. Ja, es geht durch die Knochen, ja, wenn du diese Sirenen hörst, sage ich, Mama, gehen wir in den Luftschutzkeller. Wir haben in einem Wohnhaus gewohnt mit vielen Parteien und wir waren aber im Parterre und in unserem Keller war ein Luftschutzkeller mit so großem Fenster, das hinausging in den Hof. Und vorne am Haus war ein Zeichen, dass wenn so ein Blitzangriff ist, können die Leute von der Straße in diesen Luftschutzkeller kommen. Okay. Und ich sage zur Mama, Mama, gehen wir in den Luftschutzkeller? Sagt sie, nein, nein, wir gehen, wenn wir die Bomben fallen hören. Meine Mutter war nie jemand zu untätiger umzusitzen, ja. Und dann, und wie sie das sagt, sprengt es sämtliche Fenster, weil die Bomben schon fallen. Und dann reißt sie noch das Bügeleisen aus dem Schalter und nimmt meinen kleinen Bruder, der hat geschlafen, und mich und läuft mit uns hinunter in diesen Keller. Und sie hat immer zu mir gesagt, bleib immer ganz bei mir, wir wollen gemeinsam sterben. Ich will euch nicht als Waisenkinder zurücklassen. Und dann kamen Leute geströmt aus der Straße. Es war ein totaler Blitzangriff. Und dann haben die um ihre Kinder geschrien und wirklich, also das war sowas von hysterisch. Mhm. Und in der Ecke, der Raum war vielleicht 3,5 mal 3,5 Meter, war klein, ja. Und da vorne war ein riesiges Eisenfenster. Und an der Ecke war eine Stellage, ja, römisch-katholisches Gebiet, ja, aber Madonnen, Engel, Kreuze dort, was die Leute halt hingestellt haben, ja, zum Schutz, ja. Und meine Mutter geht in die tiefe Ecke hinein mit meinem Bruder und mir, schaut sich diese Leute an und schreit, das war nicht meine Mutter. Meine Mutter war eine sehr ruhige Frau. Schreit in diese Menge, hört auf schreien, lasst uns beten. Und alle gehen in diese Ecke mit meiner Mama. Und sie fängt das Vaterunser an.
Und alle beten mit ihr laut das Vaterunser. Aber das war wirklich gebetet vom Herzen, verstehst du? Wir haben gespürt, wir sind in einer äußersten Notsituation. Ja. Und wie wir Amen sagen, schlägt eine Bombe direkt vor dem Haus ein und dieses Eisenfenster, ich kann es jetzt noch sehen, kommt im Zeitlupentempo in diesen Luftschutzkeller. Jeder, der von dem Fenster berührt worden wäre, wäre tot gewesen. Aber weil sie alle mit meiner Mama gebetet haben, standen sie alle in der Ecke und keiner wurde verletzt. Und mir musste niemand sagen, das war ein Schutz Gottes, ein Wunder Gottes. Und wenn wir ihn anrufen, dann hört er uns. Das, die ganze Gruppe, da war kein Schreien mehr, nichts mehr. Schweigend sind wir hinausgegangen. Jeder wusste, Gott hat uns beschützt. Und das hat in mein Herz als fünfjähriges Kind so eine tiefe Grundlage geschaffen, des Glaubens. Der Herr sagt, rufe mich an. Und ich werde dir Großes und Unwahrscheinliches zeigen, von dem du noch keine Ahnung hast. Ja. Und meine Mutter hat ihn angerufen. Sie war nicht religiös, aber sie war sehr gläubig. Okay. Und das war für mich ein ganz tiefes Erlebnis. Ja. Das kann ich heute noch nachvollziehen, als wäre es gerade geschehen. Ich sehe heute noch dieses riesige Fenster hereinzufallen. Und wir waren alle sprachlos, dass keiner davon verletzt wurde. Dass Gott da war. Bitte? Dass Gott da war. Gott war hundertprozentig da. Wir spürten seine Gegenwart. Ja. Und du hast das mit 5 Jahren erlebt. Mit 5 Jahren. Und du bist auch mit ein bisschen älter, also als Kind hast du dich dann schon zum Glauben bekehrt. Ja. Wie war das? Ja, also weil ich bin ja in einer total römisch-katholischen Gegend aufgewachsen. Ja. Und ich glaube, das ist die einzige Religion der Welt. Ja. Und mit 7 Jahren werden dort in dieser Religion die Kinder für die Erstkommunion vorbereitet. Das heißt, das erste Mal Abendmahl zu nehmen. Ja. Die glauben ja noch an die Kindertaufe, ja. Habe ich auch bekommen. Und dann diese Erstkommunion. Und da hatten wir einen Priester, der war sehr krank. Solche Beine, aber er kannte Jesus. Okay. Und der hat uns Kinder vorbereitet und gesagt, ihr lieben Kinder, Gott wollte nie in einem Gebäude leben. Der möchte in den Herzen leben. Der möchte in jedem Einzelnen von euch leben. Und mit der Erstkommunion, mit dem Abendmahl, nehmen wir den Leib und das Blut Jesu an. Und dann kommt Jesus in dein Leben. Ich konnte es nicht erwarten, bis Jesus in mein Leben kommt. Muss ich mich noch ein bisschen weiter vorne ausholen. Meine Eltern haben geheiratet, weil ich am Weg war. Okay. Und die Ehe wurde nie sehr glücklich. Sehr treu, sehr schwer arbeitend, aber nicht glücklich. Und da hatte ich schon sehr früh den Eindruck, wenn ich nicht wäre, wären die glücklicher. Ach so. Weil dann hätten sie nicht geheiratet. Und da habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich überhaupt existiere. Mhm. Und dann hat mein Vater noch sich betrunken an meiner Geburt, weil ich nur ein Mädchen war, aus Traurigkeit. Mhm. 3 Jahre später kam mein Bruder, da war er das zweite Mal in seinem Leben betrunken, aus Freude, dass er jetzt einen Sohn hat. Und das hat mir ein Wertgefühl gegeben. Verstehst du? Erstens stifte ich eine unglückliche Ehe, dann bin ich nur ein Mädchen. Meine Mitschüler noch in der Mittelschule haben zu mir gesagt, also du bist so komisch, du entschuldigst dich für die Luft, die du atmest. Du fühlst dich verantwortlich für alles, was andere falsch machen. Das war mein Wertempfinden. Ja. Ich bin ein Problem. Und wie dann Jesus in mein Leben gekommen ist, wusste ich, dass ich ihn liebe. Das wusste ich. Und ich habe mich ganz ihm hingegeben und bin jeden Tag in eine Kirche und habe mit Gott laut gesprochen. Und ich habe ihn auch als sprechen. Kind schon. Als Kind. Ja. Also das war einfach meine allertiefste bisherige geistliche Erfahrung, wie er in mich hineinkam. Da kommen noch viele weitere Erlebnisse mit Gott. Aber dann mit 10 Jahren hatte ich ich wusste, ich liebe Gott. Aber ich konnte jahrelang nicht glauben, dass er mich lieben kann. So wie ich bin. Weil ich ja so ein Problem bin. Ja. Und mit 10 Jahren hatte ich dann eine Eingebung. Das war wirklich eine Heilige Geist-Offenbarung, dass wahrscheinlich alle Eltern einen Traum haben für ihre Kinder. Ja. Dann habe ich gesagt, aber lieber Gott, du musst noch den Größeren haben. Für jeden Menschen, den du auf die Erde schickst. Und ich sage, Papa, mein Traum bisher war ziemlich traurig, aber bitte lass mich nicht sterben, bevor ich den Traum auf Erden leben darf,
den du im Himmel für mich hast. Und dann habe ich auch noch gebetet, bald einmal, du kannst mit mir machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Kannst mich auch auf null reduzieren. Aber verherrliche doch mein Leben deinen Namen. Setz mich zum Segen für die Menschen. Und gib mir Freude und Frieden, den die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Und das habe ich immer wieder gebetet. Ja. Und das hat Gott getan. Und ich glaube, er hat mich schon als Kind in die Hochschule der Universität genommen. Mhm. Der Universität des Heiligen Geistes. Ja. Und da kann man nie durchfallen. Nur wiederholt. Das ist gut. Ich habe einiges wiederholt in meinem Leben, ja, bis ich endlich begriffen habe, was Gott mir damit sagen möchte. Mhm. Ja. Ja, ja. Ja. Maria, wie hast du deine Jugendzeit verbracht? Was hast du studiert? Hast du gearbeitet? Wie sah das aus? Ja, also ich war die Älteste von noch weiteren drei Kindern und meine Mutter hat ihre Mutter mit 7 Jahren verloren. Okay. Von meiner Mutter hat die Kindheit aufgehört mit 7 Jahren. Und sie hat mich, also es war für mich so ein Schock, es war auch ein Grund, warum ich mich so freute, dass jetzt Jesus in mir kommt. Ich habe nicht mehr gewusst, was mein Problem ist, verstehst du? Meine Mutter hat mich liebevoll erzogen, bis ich 7 Jahre war. Und dann hat sie mich wirklich fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Ich wurde verantwortlich für meine Geschwister. Wenn die nicht brav waren, habe ich Ohrfeigen bekommen. Ja. Mhm. Ja, da habe ich mich natürlich sehr bemüht, dass die brav sind. Ja, klar. Ja. Und so war eigentlich meine Jugendzeit schon sehr voll Verantwortung. Ja. Mhm. Sie hat mir die Verantwortung gegeben, dass ich mit meinen Geschwistern lerne, dass ich in die Schule gehe, frage, wie sie sind. Ich habe nach Jahren, meine Schwester hat nach Amerika geheiratet, nach Jahren habe ich zu meiner Schwester gesagt, na, ich freue mich so, dass wir so eine gute Beziehung haben. Es war meine jüngste Schwester, 9 Jahre jünger wie ich. Ja. Okay. Dann hat sie gesagt, ja, endlich hast du aufgehört, meine Mutter zu sein. Sag ich, wie bitte? War doch nicht deine Mutter. Dann hat die mir eine Situation nach der anderen erzählt, wo ich mich wie ich gehandelt habe wie ihre Mutter. Mhm. Meine Mama hat mich verantwortlich gemacht, dass sie die Aufgaben gut macht, dass sie lernt. Ich musste in die Schule gehen, die Lehrer, also ich war total verantwortlich. Ja, ja. Das war ihr Muster, meiner Mutter ihr Muster. Das hat sie auf mich übertragen. Und so wurde ich schon sehr früh Mutter. Okay. Und dieses Muster hat sich durch mein Leben durchgetragen. Okay. Und heute bin ich eine Mutter für Nationen. Ja. Und das war auch eine Vorbereitung für meine Berufung. Mhm. Aber ja, ich bin, muss ich noch was sagen? Entschuldigung. Ja, du darfst. Aber meine Mutter hat mich in eine katholische Schule geschickt. Und die Nonne meiner ersten Klasse, eine sehr liebe Nonne, ich war ihr Liebling in der Schule. Und die ist nach dem Jahr gestorben. Sie war schon eine alte Frau. Und mit circa 30 habe ich plötzlich entdeckt, mich hat jemand Gott geschenkt. Ich gehöre nicht mehr. Wer hat mich verschenkt? Dann habe ich alle meine Verwandten gefragt, die wusste, dass sie beten. Nein, 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 nein. Sage, Herz, zeig mir bitte, wer hat mich dir geschenkt? Sehe ich ganz groß dieses Gesicht dieser Nonne. Mhm. Die hat mich Gott geschenkt. Und er hat das Geschenk angenommen. Und seither, du gibst mir ein Kind, ich schenke es Gott. Gott nimmt uns an und wir sind Geschenke von Gott. Und wir sind nicht der Besitz von Menschen. Wir sind ein Geschenk von Gott. Und so freue ich mich immer, wenn ich wieder ein Kindlein kriege. Ja. Das gehört Gott. Okay. Amen. Amen. Ja, also das war natürlich für mich eine totale Überraschung, dass ich Gott gehöre, weil mich jemand verschenkt hat. Ja. Ja, ja. Ja. Ich gehöre nicht mehr mir. Mhm. Und im Grunde genommen gehören wir alle Gott. Ja. Alle. Klar. Wir dürfen einander nicht besitzen, nur segnen. Amen. 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 Ja, du hast gefragt, ob ich studiert habe. Dann habe ich Mittelschule. Also meine Eltern haben immer gesagt, weil meine Mutter hat mich gelehrt, zu geben, bis es wehtut. Okay. Dann hat mein Vater gesagt, du musst geerdet werden. Du gehst auf die Handelsakademie. Weißt du? Und das hat er mir schon sehr früh gesagt. Mhm. Wenn mich jemand gefragt hat, was ich mache, ich gehe auf die Handelsakademie. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist. Okay. Ich hätte geglaubt, ich habe mein Leben versäumt, wenn ich nicht auf die Handelsakademie gegangen wäre. Ich bin gegangen und das war nie eigentlich mein, weißt du, Handel und Wirtschaft, das war nicht mein Herzschlag. Ja. Aber es war gut. Ich habe durchgezogen, habe abituriert und nach der Matura habe ich eine Anstellung bekommen bei einem Steuerberater. Und ich wollte eigentlich weiter studieren. Ja. Mir waren Sprachen immer sehr wichtig.
Und dann ja, habe ich gedacht, ja, ich kann ja Abendkurse in der Universität machen. Und dann habe ich mich eingeschrieben für Italienisch und Englisch. Und dann bin ich um 6 Uhr aufgestanden, um 7 Uhr war ich schon im Büro, vorher, dass ich abends früher weggehen konnte, Mittagspause durchgearbeitet, abends bin ich auf die Universität, um 12 Uhr bin ich ins Bett, um 6 Uhr wieder auf. Die Wochenende habe ich gelernt, gestudiert und nach einem halben Jahr war ich ein Wreck. Ja, das. Ich konnte nicht mehr schlafen, ich war nervös. Dann habe ich mir gedacht, wenn das der Preis für einen Abschluss von der Universität ist, dann verzichte ich. Habe ich aufgehört. Und habe ich gesagt, lieber Gott, wenn du möchtest, dass ich Sprachen lerne, musst du einen anderen Weg finden. Oder einen Abschluss, oder ein wie soll ich sagen, ein Degree von einer Universität. Okay. Musst du einen anderen Weg suchen. Ja. Und dann hat Gott mich ja übernatürlich nach Amerika, zuerst nach England geführt, wo ich wirklich in Cambridge Englisch studiert habe und auch die Prüfungen gemacht habe für Unterrichten in den Mittelschulen. Aha. Und ja, und später habe ich dann auch ein Ehrendoktorat bekommen. Und das ist ein PhD, ja? Ja, ja. Das heißt für mich Pulling Heaven Down. Okay. Den Himmel herunterreißen. Ja, ja. Und die haben nur Leute ausgesucht, die Südafrika war, das war eine amerikanische Universität. Mhm. Und die haben nur Leute ausgesucht, bei denen sie keine Korruption finden konnten. Okay. Und da war ich die einzig Weiße unter 45 Schwarzen. Und das war für mich, ich habe nur gesagt, wie sie mir es gegeben haben, ihr Lieben, ihr bestätigt mein Leben, mhm. PhD, also Philosophie, Doktor der Philosophie. Ja. Das habe ich mein Leben lang gemacht, den Himmel heruntergerissen, werde ich weiterhin machen. Amen. Dann habe ich gesagt, ich habe auch schon ein BA, BA heißt Bachelor of Art, ja. Das ist ja auch ein Abschluss von der Universität. Genau. Ich sage, ich I'm born again, ich bin wiedergeboren. Okay. Ich will nur Titel, die im Himmel zählen, ja, weißt du. Ja. Aber der wichtigste Titel ist mir Mama. Mhm. Ich bin bekannt als Mama für die Nationen. Amen. Und das ist für mich das Wichtigste, denn Gott sucht geistliche mhm. Mütter und Väter. Mhm. Es ist mein Herzenswunsch, Tausende von Menschen freizusetzen, dass sie viel mehr machen, wie Gott durch mich gemacht hat. Mhm. Aber dass sie durchbrechen in die Berufung, die Gott im Himmel für sie hat. Ja. Und die hat nichts zu tun mit deiner Herkunft. Die hat nichts zu tun mit deiner Kultur. Die hat nichts zu tun mit deiner Hautfarbe. Da braucht Gott nur deine Bereitschaft, ja. dein dich zur Verfügung stellen. Mhm. Und da bin ich dabei, Tausende Menschen zuzubereiten und im Herzen heiß zu machen, ja. zu erwarten, dass Gott Großes vorhat, das wir uns gar nicht vorstellen können. Amen. Und darum bin ich auch so froh über diesen Frauenkanal, denn Gott wird viele Frauen jetzt in den vollzeitigen Dienst rufen. Und er hat uns ein gutes Mundwerk gegeben. Aha, das machen wir was richtig sagen damit, ja? Ja. Halleluja. Amen, so soll es sein. Maria, du hast auch geheiratet. Kannst du uns erzählen, wie deine Ehe war? Mit 19 war ich bei einer Hochzeit eingeladen. Und da habe ich mir schon gedacht, ob das wohl gut wird. Die zwei waren so verschieden. Okay. Ob das wohl gut wird. Und dann habe ich bei der Hochzeit gebetet mit 19. Herr, ich will nie heiraten, um verheiratet zu sein. Ich bin bereit, auf den Richtigen zu warten, bis ich 50 bin. Wie ich das gehört, das war der Heilige Geist. Mhm. Wie ich das gehört habe, habe ich gesagt, 50? Ja, sag einmal. Aber das war schon draußen. Das war ein Gebet vom Heiligen Geist. Dann habe ich noch gebetet, Herr, bitte gib mir nie eine Scheidung. Erlaub mir nie eine Scheidung zu erleben oder eine Abtreibung. Und dann habe ich noch gebetet und gib mir keinen Groschen, wir hatten damals noch Schillinge in Österreich, mhm. keinen Groschen mehr, als ich geistig verkraften kann. Dann hat er mich 10 Jahre im Hunger durchgehalten, von Tag zu Tag, aha. damit ich erkenne, er wird alle meine Bedürfnisse befriedigen, gemäß seines Reichtums in Herrlichkeit. Nicht ich, sondern ich soll sein Reich zuerst suchen. Und dann wird mir alles andere zufallen. Mhm. Habe ich 10 Jahre erlebt. Nach 10 Jahren hat er gesagt, jetzt kann ich dir viel anvertrauen. Geld ist nicht dein Meister, sondern dein Diener. Mhm. Und das möchte ich vielen Frauen hier sagen. Wir brauchen nicht Geld, um das zu tun, was Gott mit uns vorhat. Mhm. Nur dein Gehorsam. Vertrauen. Ja. Herzensnähe. Eine tiefe Hingabe an Gott. Mhm. Mir kann er wirklich machen, was er will. Und er tut auch, was er will. Und gibt alle Gnade dazu. Ja. Ja. Aber du fragst jetzt mit der Ehe, ja? Ja. So. Dann, in der Zeit wollten mich 7 Männer heiraten. Und jedes Mal habe ich gesagt, ich muss zuerst mit Gott reden, ja? Okay. Und dann habe ich gesagt, lieber Vater, ist das deine Wahl? Immer nein.
Dann habe ich gesagt, es tut mir leid, ich kriege keine Erlaubnis von Gott. Aber bitte, es hat nichts mit dir zu tun, ja. Aber vielleicht hat Gott was Besseres für dich noch. Ja. Habe ich sie getröstet. Ja. Da waren auch, ich glaube, fast zwei, weiß ich sicher, drei Männer dabei, die sehr reich waren. Und meine Familie hat mich für absolut verrückt erklärt. Mhm. Du musst nie mehr arbeiten. Die tragen dich auf den Händen, sage ich, ihr Lieben. Mein Leben gehört Gott. Und wenn er für mich einen Ehepartner hat, dann wird er mir einen geben, der mich auf Händen trägt und das seine Wahl ist. Und dann wurde ich 47. Ich war in Amerika. Gott hat mich dann auf wunderbare Weise nach Amerika geführt. Da war ich 15 Jahre. Und dort, und dann haben mehrere gehört, Gott führt mich zurück nach Europa. Ich war 15 Jahre dort. Das war eine sehr lehrreiche Zeit. In der Zeit hat Gott mich aus der Religion herausgeholt und in einen lebendigen Glauben geführt. Okay. Da habe ich auch die Taufe im Heiligen Geist erfahren. Da hat mein Dienst begonnen. Ja, und dann wollte mein Schwager, meine Schwester war oder ist in New York verheiratet, wollte mein Auto kaufen. Ich habe in Denver, Colorado gewohnt, bin mit dem Auto nach New York gefahren. Und auf dem Weg habe ich zwei Konferenzen gehalten. Beide waren über wie finde ich den Plan Gottes für mein Leben. Ja. Mhm. Und beim ersten Mal sah eine Frau zwei Ringe über meinem Kopf und sagt, du wirst bald heiraten. Fürchte dich nicht. Denke mal, komisch, weit und breit niemand, ja. Bei der nächsten Konferenz kommt jemand zu mir und sagt, ich habe zwei Herzen verschlungen gesehen. Gott hat jemanden vorbereitet für dich. Er ist älter wie du, lebt in einer anderen Gegend wie du, aber er spricht die gleiche Sprache und widersetzt ihm dich nicht, denn es ist ein Engel von Gott. Boah, jetzt war ich gespannt, wer das sein könnte. Er kommt nach Österreich, natürlich weit und breit niemand. Dann hat mich die Frau des damaligen Geschäftsleiter des Vollen Evangeliums, okay, die Frau angerufen, Maria, da ist ein Mann, der sucht dich schon lange, sucht Kontakt mit dir, hier ist die Telefonnummer, ruf ihn an, der ist schon sehr verzweifelt, ja. Gut, denke ich mir, also ich rufe ihn an, sag meinen Namen und wenn er dumm reagiert, sag ich, sorry, falsche Nummer und häng sofort auf. Ruf ich an, sagt meinen Namen, sagt er, ja, endlich sind wir in Kontakt. Ich suche sie schon monatelang, ich komme nicht in Kontakt mit ihnen. Ich möchte sie unbedingt treffen. Wann haben Sie Zeit? Dann habe ich gesagt, ja, ich bereite mich gerade für einige Konferenzen vor. Ich brauche jetzt 2 Monate zur Vorbereitung. Wir können uns in 2 Minuten treffen. Sagt er, das ist viel zu lange. Irgendwie hat mir das gefallen, dass er nicht da jetzt eingegangen ist. Und dann hat er gesagt, ja, wo sind Sie in den nächsten Tagen? Und dann sind wir drauf gekommen, an einem Karfreitag hat er angerufen. Mhm. Am Karsamstag, am nächsten Tag, hatten wir am gleichen Ort in Österreich ein Treffen. Aha. Und da hatten wir gemeinsame Freunde. Ja. Und da hat auch diese Frau gelebt, die mich angerufen hat. Ja. Gut, wir treffen uns dort. Denke ich mir, wenn das der Mann ist, da muss ich schon mich ein bisschen ablenken. Ja, ich bin ja so nervös, habe ich eine Strickerei mitgenommen, ja. Ich war dann bei der Familie, er kam, hat viele Süßigkeiten für die Kinder gebracht. Seine Stimme war sehr angenehm, denke ich mal, sehr väterlich. Ja. Er sieht mich hinterm Tisch sitzen, stricken, denkt er sich sehr mütterlich. Das war unser erster Eindruck. Ja. Auf jeden Fall, wir haben Kaffee getrunken und plötzlich waren alle weg, wir waren alleine. Mhm. Dann hat er gesagt, jetzt sind wir alleine, jetzt können wir reden, hat er gesagt. Ich erzähle Ihnen meine Lebensgeschichte. Hat er mal seine Lebensgeschichte erzählt? Sagt, erzählen Sie mir Ihre Lebensgeschichte. Und ich trage schon sehr viele Jahre diesen Ring. Das ist mein Verlobungsring mit Jesus. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, Sie denken vielleicht, ich bin alleinstehend. Ich bin nicht alleinstehend. Ich bin verlobt. Und dieser Verlobte hat mein Herz hundertprozentig in seiner Hand. Und sollte der liebe Gott auch einmal einen Ehemann auf der Welt haben, dann ist das nur ein Bonus für mich. Am Abend denke ich mir, wie blöd bin ich? Wer will denn ein Bonus in einem Leben sein? Ja. Aber das war genau das Richtige. Er war verheiratet und Jesus ist ihm begegnet. Er war vorher also ein selbstgemachtes Modell von einem Mann. Ja. Gott hat keinen Platz gehabt, aber dann ist ihm Jesus erschienen.
Und er wurde von einem Tag zum anderen zum Missionar. Er wurde von einem Tag zum anderen ein feuriger Nachfolger Jesu Christi. Und das hat diese Frau, als der seinen Verstand verloren hat, ausgelegt und ließ sich scheiden. Mit so einem Spinner kann man nicht leben, hat sie gesagt. Und er hatte solche Angst, wenn Gott noch einmal eine Frau in sein Leben bringt, dass dann er diese Liebesbeziehung, die für ihn alles bedeutet hat, mit Jesus aufgeben muss. Okay. Und da war das Wort Bonus für ihn das Zeichen Gottes, dass er bei mir das nicht machen muss. Wir haben uns dann noch, ich glaube, noch 3 oder 4 Mal getroffen. Dann hat er gesagt, du weißt, wir gehören zusammen. Wir lernen uns sowieso erst in der Ehe kennen. Warum wollen wir dann vorher noch lange herumpfuschen? Wann ist dein nächstes freies Wochenende? Das haben wir geschaut. Dann war es, glaube ich, 6 Wochen später. Da heiraten wir. Aha. Und dann hat er gesagt, aber ich will zuerst zu deinen Eltern gehen und um deine Hand anhalten. Und ich wusste, mein Vater hat immer gesagt, für einen Christen gebe ich keine Frau frei. Die wissen nicht, wie man mit einer Frau ordentlich umgeht. Ja? Mhm. Habe ich gewusst, das wird jetzt kritisch. Und dann kam er nach Innsbruck und wir haben die Familie, die ganze Familie war beisammen, haben wir Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Und dann sagt er, Herr Bruni, ich bin ledig, heiße ich Bruni, Herr Bruni, ich möchte gerne Ihre Tochter heiraten. Und ich halte um Ihre Hand an bei Ihnen. Und mein Vater macht so und war eine halbe Stunde weg. Mhm. Also wir haben gespürt, da passiert jetzt was. Wir haben weiter Kaffee getrunken. Nach einer halben Stunde kommt er wieder, sagt er, Sie spinnen genauso wie meine Tochter, ihr passt zusammen. Das war sein Segen. Mhm. Aber am Hochzeitstag, ja, weißt du, ich war 47, ja, er war 62. Okay. Und am Hochzeitstag sind über 300 Leute gekommen, nur zu sehen, wen ich noch erwischt habe, ja. Mhm. Mhm. Und es war keine Hochzeit in erster Linie, es war ein Evangelisationsfest. Okay. Wir haben gewusst, diese Verwandten kriegen wir nie mehr so zusammen. Mhm. Und unser Ziel war, dass sie nur Jesus kennenlernen. Mhm. Und wir haben sogar vergessen, Hochzeitsbilder zu machen. So wollten wir nur, dass unsere Verwandten alle Jesus Christus kennenlernen. Ja, also es war eine Ehe, die wirklich auf dem Wort Gottes aufgebaut war, wo Jesus absolut im Zentrum war. Ja. Und leider hat Gott ihn, wir haben schon mit Krebs geheiratet, ohne es zu wissen. Okay. Und nach 6 Jahren hat Gott ihn heimgeholt. Aber das war für mich eine der schwersten Prüfungen. Ja. Dass ich 6 Jahre, und die Ehe war nicht leicht, okay? Er wusste genau, was es heißt, eine Ehe zu führen. Ich wusste es auch. Ich habe alle Ehebücher gelesen, die am Markt waren. Ja, ja. Aber der hat nicht so gespurt wie meine Bücher. Da habe ich gesagt, Herr, warum habe ich die Zeit vergeudet, diese Bücher zu lesen? Und er hat gesagt, ich will mit jeder Ehe ein neues Ehebuch schreiben. Zum Beispiel. Ich wollte ja Untertan sein. Ich wollte wirklich, dass er der Chef ist dieser Ehe, ja. Mhm. Und wir haben so wenig Zeit gehabt, vor der Ehe alles zu besprechen. Mhm. Zum Beispiel beim Hochzeitstag denke ich mir, ich habe ihn nicht gefragt, wie er zu Israel steht. Für mich ist Israel die Heimat Jesus. Ja. Oder halt, da hat er uns die Erlösung gebracht. Ja. Und ich habe nicht gefragt. Zur Hochzeit hat er mir einen wunderbaren Davidstern geschenkt mit Diamanten und Rubinen. Da wusste ich, er steht auch zu Israel. Wir wurden also sogar von Israel offiziell anerkannt als Israel-Freunde. Okay. Und wie er dann gestorben ist, hat mir der Botschafter von Israel in Wien einen handgeschriebenen Brief geschickt, dass Israel einen lieben Freund, einen guten Freund verloren hat und dass sie mit mir trauern. Mhm. Und jetzt, während ich hier sitze, sind bereits Vorbereitungen in Israel, dass wir ein Zentrum bekommen dort. Wow. Wir waren gerade dort. Ja, und ja. Es scheint alles sich sehr gut zu entwickeln. Mhm. Gut, ja, also die Ehe war, wir haben miteinander gelebt, okay, nicht nebeneinander. Mhm. Und wenn man miteinander lebt, ja, da berührt man alles. Ja. Und nach 2 Jahren hatten wir schon so viel Ehematerial, dass wir herrliche Eheseminare geben konnten und die Leute sich gewundert haben, wo wir so schnell so gute Erfahrungen haben. Nein, es war eine sehr, also ich bin noch nie so gereift in meinem Leben wie in der Ehe. Mhm. Und wir waren beide entschieden, den Himmel herunterzureisen und auf Erden eben die Ehe zu erfahren, von der Gott träumt. Mhm.
Und wisst ihr, eine Ehe ist kein Vertrag, ist kein Gesetz, ist ein Bund. Und da muss Jesus im Zentrum sein. Mann, Frau, Gott. Oder Gott, Mann, Frau. Und das, wo greift der Feind zurzeit am meisten an? Die Ehe. Genau. Er weiß, wenn er die zerstört, hat er alles zerstört. Ja. Und wir haben aus dem Ehebund, das ist ja der erste Bund, den Gott geschlossen hat, haben wir Verträge gemacht. Gesetze. Gesetze kann man ändern. Gesetze kann man brechen. Und da hat die Menschheit schwer gesündigt. Ja. An den Ordnungen Gottes. Die Ehe ist ein Bund. Mann und Frau und Gott im Zentrum. Genau. Und je näher man zu Gott kommt, umso näher kommt man zueinander. Amen. Amen. Du weißt es, gell? Ich weiß es, Amen. Ja. Amen. Danke, Maria, dass du heute bei uns warst. Wir hören den nächsten Teil von Marias so beeindruckender Lebensgeschichte. Dann geht es weiter und ich freue mich schon jetzt, dass Sie dabei sein werden. Das war Frauen wie wir, glauben und leben. Amen.